In diesem Video zeige ich dir, wie du von Anfang an Spannung in deine Geschichte oder in dein Drehbuch bringst. Dabei hilft dir die Synopsis. Normalerweise hilft dir die Synopsis dabei, die Ereignisse einer Geschichte zu sortieren und in einen kurzen Text zusammenzufassen. Aber wir gehen hier noch einen Schritt weiter. Am Anfang ist deine Geschichte noch flexibel genug, um Fehler oder Lücken in deiner Handlung zu erkennen und zu verbessern. Und genau dafür nutzen wir die Synopsis. Der Fokus liegt hier also als erstes auf einer spannenden und schlüssigen Handlung. Oder in anderen Worten, hier kommen die Dramaturgiemodelle zum Einsatz. Du hast bestimmt schon mal von einer Drei-Akt-Struktur oder von einem Fünf-Akter oder von etwas Ähnlichem gehört. Es ist völlig egal, welches Modell du jetzt dafür nutzt. Alle haben ihren ganz eigenen Charakter. Aber ich nutze meistens das Dreiaktmodell an dieser Stelle. Es ist sehr einfach und lässt trotzdem genug Freiraum für Kreativität. Im Dreiaktmodell beginnt die Geschichte mit einer Exposition, also einer kurzen Beschreibung des Settings wie Ort und Zeit etc. Neben dem Setting sollten aber auch die wichtigsten Charaktere kurz einmal umrissen werden. Also Protagonist, Antagonist und eventuell wichtige Nebenfiguren. Da du das aber schon perfekt in der Logline gemacht hast, kannst du das einfach hier übernehmen und eventuell durch ein, zwei Kleinigkeiten noch erweitern. In der Exposition sollte aber auch noch das Hindernis einmal angedeutet werden, also einmal das äußere Problem in der Welt, was meistens der Antagonist ist, und das innere Problem des Helden. Kleiner Tipp, meistens ist das äußere Problem und das innere Problem irgendwie miteinander verstrickt. Dann kommt es zum ersten Wendepunkt. Der Held ist in einem Moment, wo der Konflikt ihn direkt betrifft, also das allgemeine Problem zu einem ganz persönlichen wird. In den meisten Fällen ist das eine Art von Verlust, die er hier erlebt. Und damit beginnen wir dann den ersten Teil der Konfrontation. Die Konfrontation ist dazu da, dass der Held sich aktiv mit dem Problem auseinandersetzt, also mit dem inneren Problem und mit dem äußeren. In dem ersten Teil sind es aber meistens nur Versuche. Er scheitert und bekommt das volle Ausmaß seines Vorhabens zu spüren. Allerspätestens hier sollte also auch der Antagonist eingeführt werden. Anschließend kommt es zum zentralen Wendepunkt. Das ist der Moment, wo der Held eine Information oder ein Werkzeug oder eine Fähigkeit erlangt, die zum Erreichen des Ziels absolut notwendig ist. Ab diesem Moment scheinen die inneren und äußeren Probleme bezwingbar. Dann folgt der zweite Teil der Konfrontation, der im Kontrast zum ersten Teil steht. Denn dieses Mal scheitert der Held nicht an den prüfungsähnlichen Hindernissen. Er muss es auch nicht unbedingt schaffen, aber ihm wird klar, dass es möglich ist. Hier kann man also einen deutlichen Fortschritt des Helden erkennen. Aber dann kommt es zum zweiten Wendepunkt. Die Geschichte nimmt hier also wieder eine neue Richtung an. Hier ist der Held an seinem niedrigsten Tiefpunkt angelangt. Die Hoffnung aus der vorherigen Phase ist einfach mal komplett weg. Zudem kommt es hier auch oft zu einer Zeitverknappung. Der Protagonist muss also jetzt sofort handeln und kann es nicht weiter hinauszögern. Der dritte Akt ist dann die Auflösung. Erreicht der Held sein Ziel? Genau das wird hier aufgelöst. Generell sollten hier alle offenen Fragen beantwortet werden. Und in den meisten Fällen muss der Held erst sein inneres Problem lösen, bevor er den äußeren Konflikt bewältigen kann. Innerhalb des dritten Aktes kommt es dann noch zur Klimax, also einem absoluten Höhepunkt in der Spannung. Die Klimax beschreibt das direkte Aufeinandertreffen zwischen Protagonist und Antagonist. Und es kommt zum Kräftemessen. In manchen Drehbüchern oder Geschichten kommt ganz zum Schluss dann noch der Epilog. Ein Epilog ist eine Darstellung der Welt, wie sie nach dem Abenteuer aussieht. Also, was hat sich alles durch das Abenteuer geändert? Das war jetzt erstmal eine sehr grobe Umschreibung des Dreiaktmodells. In meinem Buch 8,5 Schritte gehe ich da noch deutlich genauer drauf ein und fasse auch noch viele weitere Dramaturgiemodelle nur für dich zusammen. Solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen, der Link dazu ist in der Beschreibung. In dem nächsten Video zeige ich dir dann, wie du in deiner Synopsis ein Dramaturgiemodell benutzen kannst. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder und damit ab zum Outro.